Konrad verbringt seine Tage am liebsten im Bett oder er sieht aus dem Fenster. Ab und zu telefoniert er auch und beklagt sich dann, dass er immer dem blöden Mädchen von gegenüber zusehen müsste, wie sie es mit ihrem Freund treibe. Nie würden sie die Rollos herunterlassen und es wäre so abstoßend, dass man unentwegt hinsehen müsse. Er selbst könne nichts dagegen unternehmen, bei ihm im Haus gäbe es nämlich keine Rollos. Als sie ihn bemerkt, öffnet sie das Fenster, fuchtelt mit dem Zeigefinger herum, deutet auf eines der Fenster unter ihm. Dort, schreit sie, würde sie gerade ihr Freund betrügen, die Sau. Und dabei nicht einmal die Rollos runterlassen, widerwärtig, aber sie müsse unentwegt hinsehen. Warte, ich komme rüber, ruft Konrad zurück, und schau mir das an. Als sie ihre Wohnung schließlich gefunden hat, stehen sie zusammen am Fenster, essen Popcorn und sehen ihrem Freund zu, wie er sich mit der Dicken vom zweiten Stock ins ästhetische Abseits begibt. Ja, hört man Konrad wieder am Telefon. Aus der Nähe betrachtet war das blöde Mädchen gar nicht so blöd. Jedenfalls kamen wir uns ziemlich schnell näher. Im entscheidenden Augenblick musste ich feststellen, dass es bei ihr keine Rollos gab. Das ist ja wohl das Letzte, schreit der Freund herüber. Am offenen Fenster treiben sie es. Widerwärtig. Könnt ihr nicht wenigstens die Rollos herunterlassen? Wieso gibt es in keinem dieser verfluchten Häuser Rollos?